irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ein Bus kommt, kommen auch mehr Busse. Ja gut, wir fahren jetzt hier mal. Aber der Bus darf definitiv nicht hier hoch nach 45. Wir dürfen. Ja. So, geschafft. Oh, guck mal. Oh ja. Dass ich ein bisschen trainiert habe. Ja, ist gut. War anstrengend, aber nicht so, dass ich jetzt völlig am Arsch wäre. Ja. Von der Hinfahrt angeschaut. Urteil ist ganz gut, kann man brauchen. Aber wenn man den Pass für etwas investieren. Das blendet aber. Was? Ach, dein Brot. Muss ich eben abbilden? Ja, ja. Auf so einer Tafel, ja. Welche Steine, welches Gestein. Aber kann ich nichts mit anfangen. Hier ist Trachit und da ist Phonolith. Da ist, also das war wirklich der Vulkankegel hier anscheinend. Mhm. Da ist die Reste hier. Ich glaube, hier kommen jetzt ein paar Serpentinen auf der Abfahrtsstrecke. Ne? Ja. Irgendwelche Anweisungen ja, per Handy. Ja. Also ich so, okay. Voll der Lack. Das ist ein anderer Call. Ja. Wir sind doch jetzt richtig runtergefahren. Ja, doch. Ist ja egal. Irgendwo landen wir. Hauptsache nicht der Spitzhändchen passt. Und den Kühen. Jetzt den Eseln. Wie kann man hier Eselstouren machen? Kannst du fast den einschalten? Schitter. Ja, aber hier so eine Fernwanderung. Also, es gibt wirklich Leute, die sind halt da hinten noch weitergelaufen oder kamen da hinten hoch. Kann man machen. Geht nicht. Aber so tagelang hier so unterwegs zu sein, das ist schon was ganz Eigenes. Nein, ja, ist es sicherlich. Nicht für die Hütte. Frankreich. Nord- oder Südfrankreich? Ja.
inzwischen.